Gabs, mach du mal. Ja. Ja, okay, mein Minecraft ist wieder ein 3D, no homo. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen, ob ich jetzt auch aufnehme, weil ich habe nämlich aus Versehen so ganz komisch auf den Knopf gedrückt und ja, ich nehme auf, sehr Ja, schön. ich denk auch immer, ich nehme nicht auf. Jedes Mal, jedes einzelne Mal denke ich, ich nehme nicht auf. Ja, so, So. Gabs und ich sind jetzt auf dem Weg zum Nether. Praktisch nach Netherland, also nach Holland. Weil, im Gegensatz Hoffentlich. zu dem Nether ist aber Holland mit Wasser überschwemmt. Hoffentlich irgendwann. Na, Spaß. Läuft bei dir. Vielleicht rauchen sie das auf so viel Weed, damit sie weniger Angst haben. Ja, so quasi als Schutzmechanismus. So, ich weiß, es ist unnötige Glowstone-Verschwendung, aber wisst ihr was? Wir haben es doch. Wisst ihr was? Vista Windows. Vista 26 war es, Oh Gott. Das war echt noch viel schlechter als meins. Ich dachte gar nicht, dass das geht. Ich bin gerade fast ohnmächtig geworden. Ach stimmt, wo ich hier gerade die Decke sehe. Die Decke müssten wir auch noch machen. Und hier links natürlich jetzt wieder den. Wie komme ich? Ich wollte irgendwie Urwald sagen. Keine Ahnung. Deine Mutter hat einen Urwald in der Hose. Gäb's wirklich das Niveau? Get Niveau Gaps. Ist so, Mann, du Bastard, ey. Du bist voll Assi. Voll Assi, ey. Na, so schreibt man das in ungefähr. Na, du darfst Ab ins nochmal. Nether, ab nach Holland übersetzt. So. Wie kann man eigentlich so krass sein wie ich? Ohne Scheiß, Mann. Ich beneide echt Leute, die es nicht sind, so wie euch zum Beispiel. Aber. Ich dachte, du wurdest end-slutkoisiert. Nein, ich wurde wieder slutkoisiert, weil ich habe ja die Ultra-Slutko-Aktion vorhin in die Gruppe gepostet. Auch wenn ich da nicht so 100% stolz drauf bin. Genauso wie auf mein Minecraft, was sich von selbst immer gerne schließt. Da wusste ich, weiß auch, glaube ich, schon, woran es liegt. Und was glaubst du denn? Ja, weil du diesen komischen Launcher benutzt. Ja, das kann durchaus sein. Aber Bestimmt. darauf will ich mich nicht festlegen. Schon. Ja, aber du bist ja auch ein. Mensch. Der war gut, oder? Nochmal. Ja, Nochmal. damit. Ich will, jetzt gucke ich auch, ob ich aufnehme. Ja, ich nehme auf. So. Ich muss einfach gucken, wenn du auch guckst. Vollbild Ey. geht doch auf audiovisuelle Audiosignale reagiert es, genau. Audiovisuelle Audiosignale. Was geht, Krebs? Mein Name ist Marcel Skorpion. Ich werde bald an dir erkranken. So, warte mal. Und Marcel, freust du dich schon auf Outlast? Ach ja, das ist ja bald. Nicht mehr lange, meine Freunde, dann werdet ihr das epischste Let's Play sehen. Das kann man hier auch mal offiziell ankündigen, damit Marcel auch ja nicht kneifen kann. Ja, Ja, das Let's Ding Play ist Outlast einfach. wird mein Leben verändern und Das Ding ist beenden. einfach, Nein, ich. es wird dein Leben verändern, aber zum Positiven. Ich kann dir auch Ja. ganz genau sagen, wieso. Weil Willst ich du es mich wieder wissen? Weil ich erschrecken danach muss. keine Angst mehr habe. Du wirst Ja. danach nie wieder bei einem Jumpscare dich erschrecken. Das ist bei mir so. Ohne Und Scheiß, ich Anton hab. macht es noch auf hart. Und ich wette, der wird auch richtig zusammenzucken die Das ganze Ding ist Zeit. einfach, Outlast, das fickt dich. Das Ja, fickt das dich muss man ja einfach. zusagen. Er macht das ja zusammen mit Anton. Also Whisker96 bei Asaphalt, den kennt. Falls nicht, ist auch Victor egal. Bloß nicht abonnieren, den 96. Penner. Hatte schlechte Prezi auf M8. Mit solchen Leuten gebe ich mich eigentlich gar nicht ab. Sondern der ranzige 35er. Niklas, in der Treibt der Folge, die Gas gerade im einfach Übrigen so angekommen ab, ist, ne? ohne. Müssen wir gleich mal reingucken. Da bin ich so lustig einmal in Lava gefallen. Oder war es in der Folge von gestern? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Da bin ich so lustig nach unten gegraben, einmal war da so Lava. Ja, das habe ich schon gesehen, das war gestern. Nein, das sind. Fuck! Da hast du dich noch fast gerettet und bist dann doch Ja, reingekommen. es war übel knapp, da hatte ich eine gute Reaktion. Aber es hat Ja, nichts mehr aber sie war gebracht. leider nicht gut genug. Jetzt funktioniert es echt geil. Also danke dafür, dass ihr mir das Alter, Marcel, gesagt da habt. komm da nicht drauf, komm da nicht drauf, komm da nicht drauf. Danke für die Tipps, jetzt ist meine automatische Farm wirklich fertig. Also bis auf die Decke halt. Komm dann. Ja, da schwimmt jetzt noch eine Fackel. Da Alter, mir fliegen die Geist. Boah, Digga, ich muss fuck, voll Alter, aufpassen, ich dass bin fast diese tot, ich bin Wichser nicht fast tot. angreife aus Versehen. Ich bin eigentlich tot. Eigentlich bin ich tot, so quasi. Quasi. Quasi oder Modo? Gemeinsam sind sie Man weiß quasi es. Modo. Wo quasi Modo, wie geht's deiner Mutter, Gabs? Ganz gut. Hat sie, ist der Bandscheibenvorfall geheilt? Nein, noch Weil nicht. quasi Modo ja so gebückt geht, versteht ihr? Ja. Der war auf jeden Fall sehr witzig. Apropos gebückte Haltung, wie geht's deiner Mutter, Gabs? Ich wusste es einfach. Ich dachte mir die ganze Zeit, den muss ich jetzt bringen, aber irgendwie war das dann doch unter meinem Niveau. Ja. Ja, Und manche Leute genau. schreiben das wirklich so, weil die eigentlich gar keine Menschen mehr sind. So. Ohne Scheiß, das Let's Play. Ohne.
Ich weiß, warum Rain es feiert. Genau. Nein, nein, oh, Feuer, nein, Wasser, nein, Rain, hab ich nicht. Rain, guckt Rain beide Perspektiven oder guckt er nur deine oder nur meine? Hört man auch mal auf zu brennen. Rain, du bist echt ein hobbyloser Bastard, ich hoffe, dass du stirbst. Rain guckt dir immer vorm Pennen gehen. Ich hoffe, dass du heute Nacht nicht mehr aufwachst. Dass du heute Nacht nicht mehr aufwachst. Nein, das wünsche ich dir auch, also einen schönen Schlaf. Genau, ich wünsche dir einen schönen Schlaf, Rain. Und ich will den Schulrucksack heute auch nochmal auspacken. Das Ticken ist nicht normal. Das sage ich dazu nur. Oh Mann, das kann ich gar nicht mehr bauen, weil ich lachen muss. So geil, ich habe heute so auf Facebook gepostet, weil ich draufgekommen bin, dass ich noch ein bisschen Geld zu Hause habe. Und der hat einfach so hingeschrieben, ich hoffe, das ist für deine Beerdigung. Ah, wenn der auch immer gegen Pio was schreibt, muss ich auch immer so heftig lachen. Ne? Ich hoffe, Rain bekommt auch mal irgendwie bald mal einen ordentlichen PC oder so zum Zocken, Alter. Der müsste eigentlich auch unbedingt hier mitmachen. Boah, dass er mal im Skype mal mit dabei wäre oder so. Ja, ist echt so. Mit dem habe ich echt ewig nicht mehr. Mit dem schreibe ich ja nur noch. Ja, ich eigentlich auch. Das Ding ist halt, bei ihm Skype ist ja immer so schlecht wegen Handy halt. Ja, und Xbox kann er ja nicht mehr. Ja. Aber Matthias hat ihm seine Xbox zugeschickt, soweit ich weiß. Was? Ja, weil er ja eine PS4 jetzt hat. Lol. Da ist wahrscheinlich echt eine Bombe drin oder so, Mann. Rain, mach die Xbox vorher auf. Ist so, Mann. Rain, pack die vorher aus, Mann. Du weißt nicht, was da drin wartet. In der kommt dann noch Pure rausgesprungen. Oder ein Bild Nein, von lass sie Pure. Zu, lass sie zu! Das ist einfach nur so ein Bild von Pure. Und wie ein Speichel aus dem Mund läuft. Und ist tot. Ja, das wäre eine viel bessere Waffe eigentlich. So Massenvernichtungswaffen, da werden so große Plakate von Pure aufgehängt. So, warte mal ganz kurz. Ich muss dann mal hier. Tierquälerei. Das hat man, glaube ich, in Syrien dazu gebracht, die ganzen Leute zur Flucht zu. Ja, na egal. Du bist schon. Nein, das geht gar nicht. Scheiße, doch, das geht. Nein, das meine ich nicht. Der große Matthias. Mit dicken Haaren. Ich finde diesen Quarz findet man gar nicht so einfach. Ähnlich. Ja, es gibt ja auch Sachen, die findet man eher schwieriger. Also Nether macht mich irgendwie voll. Was passiert eigentlich, wenn man sich oben rausgeht aus dem Nether? Oder geht's immer weiter mit den. Ist der Nether unbegrenzt? Ich weiß es nicht, ja, oder? Wenn man irgendwann so oben auf der Oberwelt sozusagen wieder ankommen würde, was ist, der macht ja keinen Sinn. Da müsste man ja auch andersrum hinkommen. Da ist ja irgendwann dieser Stone, der nicht kaputt geht. Ja, das ist aber im Nether auch. Bedrock. Bedrock, genau. Ich bin gelähmt? Ja, dann bin ich selbst beantwortet, also. Hat die Frage hat sich geklärt. Geklärt wie die Klärgrube. Geklärt wie ich Matthias. Geklärt wie die Klärgrube. Oder auch der Klassiker. Ja, Frau Grube, ich würde meine Tochter nicht Claire nennen. hat unsere Grundschuldirektorin mal erzählt, den Witz. Frau Stolzenberg, ich hoffe, dass sie schon. Na egal. Ich kann sie ausgraben, wenn du willst. Ich weiß. Scheiße. So, hier muss ich dann hinterher halt noch Erde drüber machen. Oh, Erde drüber machen. Erde drüber. Okay, so geht's. Ja, gegen zwei Gespenster gleichzeitig kämpfen, Alter. Ich muss hier weg. Oh Gott. Ja, das Ding ist einfach. Die schießen dich halt eh früher oder später in die Lava. Das ist das größte Problem. Ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Wie lange sind die jetzt hinter mir her? Die gehen übel. Das war dumm. Ich hab die Orientierung verloren, das ist gar nicht gut, wenn das im Nether passiert, ey. Ja, das ist echt nicht gut. Ich glaube, es geht in die Richtung. Weil du musst aufpassen, dass du die Guests abschüttelst, bevor du zum Portal gehst, weil die können das Portal ausschießen. Lol. Ja, ja. Ernsthaft? Ja, ja, da brauchst du ein Feuerzeug oder einer von muss es dir von außen machen, sonst bist du im Nether gefangen. Was sind die richtig sadistischen Bastarde, Alter? Ich glaube, die werden von Ghostbusters gefunden, Mann. Aber das Ding ist, du kannst die Ghosts einfach gar nicht. Wie heißt denn die Ghosts? Ghosts? Ja, keine Ghost. Ahnung. Ja, mit Ghosts kennst du dich ja gut aus, Gabs. Das hatten wir eben schon hin. Ja, haben wir in der Aufnahme schon gesagt vorhin. Ja. Aber du kannst die ganze Zeit abschütteln, indem du dich in die Wand reinkrabst, nach links, nach rechts und teilst so durch. Ja, ich bin auch gerade am Abschütteln, aber das ist ein anderes Thema. So. ich liebe diese Sprüche, da muss man immer so sagen und dann was anderes und so einatmen. Ja, so. Und die anderen müssen ja. Immer so. Oh, so. Ja, Marcel und die anderen dann immer.
Das ist auch nicht mehr so, weißt du? Ah, es ist echt, man, dann meistens ist es dann so, auch Matthias hat einfach die Schnauze, nur dass es da halt immer voll ernst gemeint ist. Ja, das muss man dazu sagen. Also das ist dann wirklich kein Spaß. Wenn ihr denkt, so wir mögen Matthias eigentlich, dann seid ihr weit gefehlt wie ein weiter Fehler. Nein, wir mögen Matthias schon. Zu. Irgendwo, auf irgendeiner Ebene mag man Menschen ja auch. Deswegen hat Matthias auch so gute Aufrufe auf seinen Videos. Ja, keiner, ich weiß auch nicht, was da los ist, also... Keiner weiß, wo das herkommt, aber irgendwie wollen die Leute ihn dann doch anscheinend sehen. Ja, aber es ist so wie bei RTL. Okay, so gemein will ich jetzt auch nicht sagen. Stimmt, die Moderatoren bei RTL lispeln ja auch ganz gerne mal, wie die eine bei Punkt 12. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Katja... Katja irgendwas. Ja. Boah. Wie heißt die denn? Echt nicht einfach, Mann. Man hier... Schreib's in die Kommentare. Ja, ist echt so. Ihr wisst schon, wie die heißt. Ihr guckt doch wahrscheinlich alle RTL, oder? Nein, Spaß. Oder googelt einfach Matthias lispelnde Hurenmutter. Aber die unter Wasserfall. Da werdet ihr wahrscheinlich die erste Seite wird voller Bilder von Wasserfällen sein. Lass euch nicht beirren, guckt weiter. Ja. Das ist auch so ein geiler Insider. Also. Wir haben es ja schon mal vor. Ey, glaubst du eigentlich, Flipper heißt auf Kroatisch Flipovic? Ich hoffe nicht. Weil dann wäre es sogar eine Wasserfall-Flipper-Hure. Naja, ist ja auch egal. Eine Wasserfall-Flipper-Hure. Es ist übrigens Nacht, ne? Wir sollten ja, im Nether ist es auch dunkel. Ich weiß nicht wieso, aber es ist Nacht. Ja, ist doch völlig logisch. Ich meine, das nehmt ist euch in Acht. Ich sag ja. Euch, guten Tag. Aha! Wie gelebt die Folge ist. Ja, die Folge ist ehrlich wieder. Das ist so eine klassische Folge, die Leute so am meisten mögen immer. So eine... Will aber nur scheiße Folge. Ah. Aber wie heißt ja diese Katja? Ich weiß es echt nicht. Ich denke die ganze Zeit an Katja Saalfrank, Alter. Das ist die super Fotzimmern. Ja, ich denke die ganze Zeit an Katja Riemann, aber das ist ja, auch oder noch. Katja Witt. Katharina Witt, oder? Wer ist das denn? Katja Burkhardt oder so. Ja, Burkhardt. Jawohl, läuft bei mir. Wer ist das? Dafür will ich 1000 Likes auf diese Episode. Das ist Matthias Wasserfall, Hurenmutter, nein, Spaß, aber die lispelt ungefähr genauso. Lispelt. Die lispelt. Ja. Matthias Mutter hätte lieber lispeln sollen, dann würde es den Wichser nicht geben, Mann. Ey, so geil, ne? Nur weil er jetzt einmal im Let's Play war, oder, ja, was ist ja einmal, ein paar Mal halt, hacken wir schon sogar auf ihm rum, wenn er nicht mal dabei ist. Ja. Jetzt sind wir nicht von meinen Freunden, da kommt immer was für Freunde. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, aber man baut es schon mit der Spitzhacke ab, oder? Was denn? Das Quarz? Ja. Ich glaube ja. Ich versuche einfach mit der Schaufel. Nee, okay, Spitzhacke. Weil das wäre sonst so scheiße, wenn ich das die ganze Zeit falsch gemacht hätte und meine ganzen Sachen kaputt machen würde. Dann hätte ich es aber auch falsch gemacht. Okay. Aber dir ist es halt, du machst ja einiges in deinem Leben falsch. Mann! Mann, ich weiß nicht, ob ich das Ding ins Portal nochmal finde. Ich müsste jetzt eigentlich genug Quarz haben. Verstehen Sie Quarz? Kennen die Sendung noch? Oh. Es tut einfach so weh. Da bin ich mal gespannt, wenn das hier alles wächst. Ach, das hier muss ich auch noch wegmachen. Wenn es wächst und gedeiht. Ja, deiht, so wie Matthias. Oder wie gäbe es in jeder Ghost-Lobby. Und zwar nicht nur einmal. Ah, oh, geil. So, hast, hast du das 17 Plus eigentlich mittlerweile erspielt? Nein, noch immer nicht. Ich sterbe immer für 16 Kills, 20 Mal. Ja. Immer 16 das Blick und nach 2 Minuten danach geht es noch 16 zu 44. So, ich würde es am liebsten jetzt testen, ob es funktioniert, ne? Aber ich will jetzt nicht. Ich würde am liebsten aus dem Nether rauskommen, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mal wiedergefunden. Ich habe es zweimal vergessen, verloren, verfressen. Da hinten, da ist das Portal. Ich bin so gut. LOL. Ich bin gerade so runtergesprungen und es hat sich aber ich glaube, wir können diese Folge jetzt sowieso beenden. Ja, komm, ein paar Minuten. Beenden mit. Wenn das jetzt eh die letzte Folge sein soll, die wir heute aufnehmen, dann können wir noch ein bisschen machen. Ja, okay, dann mache ich es wieder an. Ey, hört an. Ja, ich mache wieder mein Hack an, Leute. Es ist wieder so typisch. Es tut mir auch leid, aber so bin ich eben. Ja. Magst du Kekse? Magst du Schwänze, du Hurensohn, so entspannt. Ey, hat's nicht verstanden. Mann! Immer auf die Caps. LOL! Ich hab auf einmal 26 Levels. Ich bin schon wieder. Oh, ich bin kurz vor Level 33 übrigens wieder. Wo ist der Skorpion? Ey, Ladies, drop it down. This is what I'm saying. Touch the ground. Belly dance. Ich bin einfach krass. Ich kann singen, tanzen, sehe super aus. Ich
weiß, dass ihr euch mit meiner Gegenwart manchmal ein bisschen minderwertig fühlt. Das ist aber auch in Ordnung. Eins davon war nicht gelogen. Und kannst gut lügen. Okay, ich weiß, dass ich gut tanzen kann, Nikle. Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Ah, geil. Wo seid ihr, wo, oder wo bist du, Lumpen, aka Skorpion? Ja, ich hab jetzt den restlichen Quarz geholt. Ach, da hinten bist du. Ah, ich weiß noch, gestern habe ich in Black Ops 2 Liga mit MPO, Freeze und Snakes gespielt, ne? Echt? Und da hat ein Gegner mit der Skorpion gespielt. Erster Satz so direkt so, oh, der spielt mit der Skorpion, der ist so schlecht. Aber ihr habt aber bestimmt Dingens, oder? Ihr habt bestimmt gut gespielt. Digga, wir haben sogar richtig krasse Teams, haben wir sogar, also wir haben nur zwei Spiele gemacht, aber ja, also wir waren aber wirklich gut, die ersten waren schon gut, ne, also die waren halt gut, sagen wir mal so, die waren gut, die haben wir relativ deutlich besiegt und die zweiten, die waren richtig krass sogar, die haben alle MHA1 One Burst gegeben und so, die waren richtig krass gut, die haben eigentlich, ja, beim Slayen waren sie uns eindeutig voraus, aber wir haben halt einfach hinterher noch das Spiel gedreht und gewonnen, das war richtig geil. Der MPO zum Beispiel ist ja auch ziemlich gut in die Liga. Ja, also wir sind Master-Rang, haben wir uns hochgespielt. Wir haben von unten angefangen. MPO hat mich eigentlich meistens gecarried. Manchmal habe ich ihn auch, ja, aber MPO ist auch extrem gut. Ja, er hat halt so eine Low-KD, aber das ist halt... Ja, also man denkt halt, weil er halt immer so ein Scheiß labert, denkt man so, dass er nur... Oder weil er so scheiß Gameplay hochlädt, aber dabei ist er eigentlich so gut. Er hat so, auch so ein heftiges Aiming. Das ist eigentlich abnormal. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Bin ich in der Aufnahme? Ja, du bist in der Aufnahme. Einmal, wir kommen leider viel zu spät. Ja, nee, wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme. Nein, also, wenn wir noch eine warten. Ich will nächstes Mal noch kurz reinkommen. Ja, nein, was bringt es dann für 10 Sekunden? Mein PC hat schnell gestartet wegen den Updates. Ja, nee, was heißt hier für 10 Sekunden? Ungefähr bis 20 nach muss der Server ja da sein. Eine Folge können wir locker schaffen. Nesti? Ja, bitte. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Sonntag? Oh, warte mal. Ich hab da falsche USB drin, warte mal. Also beenden wir jetzt die Aufnahme nur hoch. Beenden wir die Aufnahme jetzt. Ja, würde ich sagen, und wollen wir denn noch eine aufnehmen? Ich meine, so 28 Minuten müssen wir noch haben. Ja, vielleicht aber auch nur. Ja, dann wir können ja gucken. Ja, okay. Das ist halt nach einer Viertelstunde, ist ja nicht schlimm. Okay, Leute, dann ist erstmal diese Episode vorbei. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder hier an gleicher Stelle und gleicher Welle. Oh Gott, ich werde langsam zu alt für den Scheiß. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal und... Bewerten kommt natürlich nicht vergessen, Leute. Ciao. Tschüssi.